Hallo ihr Lieben, hier ist wieder der Ü-Ei-Kanal. Mein Name ist Gunnar und für euch habe ich natürlich wieder 5 Mashems bzw. Fashems mitgebracht. Wir haben so ein bisschen Hilfe heute durch Minion und wir haben wieder dabei unsere magische Mikrowelle. Und ich werde mal das erste Fashem für heute, nämlich dieses Disney Frozen, das Eiskönigin-Fashem hier rein tun in die Mikrowelle. So, wir machen die Tür jetzt mal zu und drücken den Startknopf und dann schauen wir mal gemeinsam mit dem Minion, was wohl passieren wird. Also ich kann schon sehen, dass sich das Fashem hier drinne dreht. Aber ich habe das Gefühl, da wird gleich ein bisschen mehr passieren. Ja, genau, ihr kennt das schon, wenn ihr den Kanal regelmäßig guckt, wisst ihr, dass diese Mikrowelle magische Kräfte hat. Denn wir schauen uns jetzt mal an, was aus diesem Fashem geworden ist. Wie gesagt, das war ein Disney Frozen Fashem und wir haben natürlich ein Fashem bekommen. Es ist natürlich Olaf der Schneemann. Na klar, den kennt ihr ganz bestimmt. Der ist nämlich super süß und der ist auch super weich und squishy. Den hatten wir schon so oft hier auf dem Kanal. Der ist wirklich einer meiner Lieblingsfiguren. So, also kann man so ein bisschen drücken und ziehen. Da habe ich auch schon total viele von in meiner Sammlung. Ihr wisst ja, ich packe hier so viele Mashems und Fashems auf den Kanal aus, dass ich schon ja, fast alle Figuren zusammen habe. Viele aber auch doppelt und dreifach habe. Aber ich bin mir sicher, das kennt ihr bestimmt auch, oder? Habt ihr auch Sammelfiguren doppelt zu Hause? Dann schreibt mir das mal in die Kommentare. Ich mache inzwischen schon mal weiter mit den nächsten Mashem. Hier haben wir nämlich ein Paw Patrol Mashem. Und auch das gleiche Spielchen hier wieder. Wir stecken das Ganze jetzt hier in die Mikrowelle hinein und ja, schließen die Tür und drücken dann direkt einfach mal den Startknopf. Und dann wird wieder mit so ein bisschen Zauberei etwas passieren. Ja, der Minion dreht ja auch schon am Rad. Okay. Oh, jetzt geht's los. Guckt mal ganz genau hin, was da gerade passiert. Na, habt ihr das gesehen? So, naja, Minion, was meinst du? Wollen wir die Tür mal aufmachen? So, okay, machen wir das. Und ich kann schon sehen, hier ist unsere Kapsel. Und in der Kapsel, da ist eine Figur von Paw Patrol, ein Mashem von Paw Patrol. Und wir haben nämlich Sky bekommen. Genau, die Hündin Sky von Paw Patrol. Die Pilotin mit der rosa Kappe. Total witzig und auch super weich. Ja, gefällt mir wirklich richtig gut. Ja, auch diese Figur habe ich schon öfters mal gefunden. Ist aber auch gar nicht so schlimm. Ich zeige sie euch nochmal von hinten. Megamäßig süß, sage ich dazu nur. Ja, okay. Machen wir mal weiter, oder? Was meinst du, Minion? Na klar. So, was haben wir denn noch Schönes? Als nächstes haben wir hier dieses super duper coole Avengers Marvel Mashem. Naja, da bin ich auch schon mal gespannt. So, wieder die gleiche Prozedur. Ich werde das jetzt hier auch wieder reinstecken. Okay. Und dann drücken wir den Startknopf und jetzt dreht sich diese Kapsel hier im Kreis. Wie gesagt, Avengers. Naja, da bin ich schon mal gespannt. So, auch jetzt geht ja wieder so ein bisschen Zauberei vor sich. Okay, das ist schon mal sehr gut. Holen wir das Ganze doch mal raus aus der Mikrowelle und ja, ein grüner Kopf in grüner Farbe. Naja, ratet mal, wer das hier ist. Na klar, das ist sowas von eindeutig. Wir haben Hulk. Yeah. Hulk mit Superkräften. Naja, ihr könnt sehen, wenn ich den zusammendrücke, da entsteht ja so richtig so eine Blase an der Seite. Man kann auch so ein bisschen dran ziehen. Also von daher eine ganz witzige, ganz tolle Sache. Ich zeige ihn nochmal von hinten und von der Seite. So, okay. Ja, also tolle Sache, gefällt mir, aber dennoch werden wir mal schauen, was wir als nächstes machen werden. Wir haben nämlich ein weiteres Mashem und ihr könnt schon sehen, Finding Dory. Naja, ich bin gespannt. Vielleicht ist hier drinnen ja eine Dory-Figur, vielleicht aber auch Nemo, Hank oder, ja, keine Ahnung, Destiny. Wir werden mal schauen, was passiert. Also, das Ganze dreht sich wieder im Kreis. Der Minion ist auch schon in Warteposition. Und unsere magische Mikrowelle, ja, die zaubert wieder so ein bisschen vor sich hin. Also es wird wieder Zeit, die Tür zu öffnen und dann gucken wir mal nach, was sich in diesem Finding Dory Mashem so befindet. Beziehungsweise in der Kapsel. Und ich kann schon was Rotes sehen. Und klar, ihr habt es erkannt, das ist Hank der Krake. So ein kleiner Tintenfisch mit blauen Augen in roter Farbe. Hank. So, ziehen wir mal so ein bisschen dran. Er ist relativ weich, nicht so weich und nicht so squishy wie Hulk, den wir gerade eben hatten, aber ja, kommt schon ganz gut hin. Ja, gefällt mir wirklich gut. So, ich habe ihn nochmal von allen Seiten gezeigt. Ich glaube, unserem Minion gefällt er auch. Ist aber auch egal, denn jetzt geht es direkt weiter zu den letzten Fashem, den letzten Mashem für heute. Und ihr seht schon, das sind die Ninja Turtles. Naja, ich habe als Kind auch immer die Ninja Turtles geguckt, von daher
freue ich mich immer ganz besonders, wenn ich hier mal wieder so ein Mash'em auspacken kann. Ninja Turtle Spielzeug mag ich nämlich wirklich. Also los geht's, das Ganze dreht sich im Kreis und ja, jetzt geht es mit der Zauberei schon wieder los. Oh yeah, habt ihr es gesehen? Da ist ein bisschen was passiert. Naja, wir machen die Tür mal wieder auf. So. Ja, wen kriegen wir diesmal? Oh. Sehr interessant. Das ist doch einer der Feinde von den Turtles. Ich weiß gerade den Namen gar nicht. Ich glaube, im Englischen sagt man da Foot Soldier. Foot Soldat, aber ich weiß nicht. Ja, ich weiß nicht, wie der Name hier im Deutschen ist. Ist aber auch gar nicht so schlimm, denn ich glaube, einer von euch kann mir bestimmt den Namen von dieser Figur nennen. Ich bin gespannt. Also Leute, was war euer Lieblings-Mash'em? Was war euer Lieblings-Fash'em? Was war eure Lieblingsfigur? Schreibt es mir wie immer unten in die Kommentare. Ich bin gespannt über eure Meinung. Mein Lieblings-Mash'em war das My Little Pony-Mash'em. Aber wie ist es mit euch? Lasst es mich wissen. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr den UI-Kanal auch abonniert. Denn wir sehen uns hier das nächste Mal alle gemeinsam wieder, wenn wir wieder Überraschungseier, Blindbags, Mash'ems und Fash'ems auspacken. Tschüss!